Kai Gottschalk hat jetzt das Wort für die AfD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Gäste auf der Bühne. Ich hoffe, Sie haben das Schauspiel der Altparteien hier gut beobachtet. Da beklagt also Herr Guting tatsächlich, dass die Preise entsprechend hier gestiegen sind. Sie haben doch die CO2-Bepreisung mitgetragen. Sie haben doch den überhasteten Ausstieg aus der Kernenergie mitgetragen. Das sind doch alles die Ursachen für Ihre Energiepreisexplosion, die wir hier haben. Meine Damen und Herren von der Linken, Sie dokumentieren mit diesem Antrag wirklich nicht nur den prozentualen Niedergang bei Ihren Umfragen im Moment, sondern auch den intellektuellen und fachlichen. Was meinen Sie denn nun genau mit Ihrem Antrag? Speisen? Haben Sie die Getränke vergessen? Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Was meinen Sie bei Gas? Auf die CO2-Bepreisung, der Kollege Guting hat es immerhin angesprochen, auf 40 Euro von jetzt 30 Euro sind Sie eingegangen. Und wie weit, Herr Kollege, Sie rechnen können, wenn von 7% auf 19% entsprechend ein Steuersatz steigt, dann sind das keine 12%, sondern mehr als 150%, vielleicht 12 Prozentpunkte. Also insoweit, das ist dann Ihr fachlicher Sachverstand an dieser Stelle. Insoweit den Rest hat Herr Klüssendorf gesagt, und das sage ich Ihnen dann aber auch noch mal ins Stammbuch. Ich habe es mitgebracht, können sich die Zuschauer auch mal anschauen. Die AfD, meine Fraktion, hat schon sehr früh, nämlich schon zu Corona-Zeiten, einen Antrag hier gestellt, und zwar am 12. Mai 2020 genau dies zu tun, nämlich einheitlich den Steuersatz auf 7% für die gastronomischen Betriebe zu ermäßigen. Und zwar dauerhaft, meine Damen und Herren, bevor Sie überhaupt hier auf diese Idee gekommen sind. Das ist letztlich das Gleiche, was wohl Herr Söder in seiner Verzweiflung in Bayern gerade macht. Nichts anderes als Copy und Paste, genau wie bei Ihnen. Vielleicht ist das ja auch ein Koalitionsangebot für Thüringen. Spaß beiseite an dieser Stelle. Aber meine Fraktion wird auch heute einen viel weitsichtigeren und weitgehenden Antrag, was die Gastronomiepreise angeht, einreichen. Der Kollege Münzenmeier und ich haben hierzu einen 8-seitigen Antrag eingebracht, der auch ein bisschen weitergehend ist, der auch den Tourismus, die Hotellerie dort mit einbezieht, meine Damen und Herren. Und da können Sie sich von der Union ja dann ehrlich machen, ob Sie es wirklich so meinen und diesem Antrag vielleicht mal zustimmen. Das wäre doch mal ein Anfang, dass Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählern und der Demokratie hier ehrlich umgehen in diesem Hause. Und wenn Sie dann davon sprechen, meine Damen und Herren, von der Schuldenkoalition, dann machen Sie sich doch da auch ehrlich. Und Frau Beck, das beste Rezept tatsächlich gegen explodierende Preise ist vielleicht Nord Stream 1 und 2 wieder zu reparieren, in Betrieb nehmen und dann Gas entsprechend nicht wertebasiert nur aus Katar entsprechend zu exportieren. Das ist sozusagen Ihre wertebasierte Politik, sondern vielleicht auch wieder an Russland zu denken und dieses Fenster zu einem der großen Nachbarn hier in Europa aufzustoßen, meine Damen und Herren. Kommen wir aber mal zu dem Irrsinn, den tatsächlich anscheinend alle im Hause hier weitertreiben wollen. Die kleine Kneipe, das Lokal um die Ecke. Ich habe es einmal schon gesagt, meine Damen und Herren, unser Steuergesetz und diese Schuldenkoalition spricht von Entbürokratisierung, ist so abstrus, dass ich Ihnen mal das Offshore-Schnitzel an dieser Stelle beschreiben möchte. Wenn nämlich am 01.01.2024 nichts passiert, heißt es, wenn Sie ein Schnitzel im Restaurant verzehren, wird dieses mit 19% versteuert. Wird dieses Schnitzel nun zum Mitnehmen bestellt und außerhalb des Restaurants gegessen, dann wird es entsprechend mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert. Anders verhält es sich wiederum, wenn Sie dieses Schnitzel oder vielleicht auch die Wurst für Ihren Hund bestellen und das im Außenbereich verzehren wollen. Dann wären es eigentlich 7, kommen Sie jetzt aber auf die Idee und wollen es selbst verzehren, weil die Wurst so lecker aussieht. Dann sind Sie wahrscheinlich der Steuerhinterzieher und Verkürzer, und Ihr Hund macht sich der Beihilfe schuldig, meine Damen und Herren. Das ist der Irrsinn Ihrer Steuerpolitik, die Sie ausgewogen haben. Ich möchte gar nicht auf die Kaffeeprodukte zu sprechen kommen. Meine Damen und Herren, folgen Sie heute Nachmittag dem Antrag der AfD, entrümpeln Sie die Steuergesetze, beleben Sie die Wirtschaft wieder und schaffen Sie endlich Freiraum für mittelständische Unternehmen zu durchatmen, meine Damen und Herren. Aber das ist hier kompletter Irrsinn, was von der Linken gefordert wird. Für die FDP-Fraktion hat jetzt Tillmannsmann das Wort.